Link, aufwachen! Deine Freunde sind dort entlang. Falls du Hilfe brauchst, kümmere dich um sie. Und danke. Wir machen hier weiter. Du hast mich erschreckt. Zum Ausruhen fehlt uns aber leider die Zeit. Du warst schnell hier. Danke. Sie haben Ratchet und Kid durch diese Tür gebracht. Irgendwas mit Hochsicherheitstrang. Wir holen sie noch ein. Und, ich bin froh, dass es dir gut geht, Clank. Ebenso. Ah, ist doch noch ein Etarium. Schön hier in der Zelle. Klar holen wir die noch ein. Was für die Kontaminierung? Die kontaminieren dich gleich mal. Ey, bleibt hier. Diese dummen Dinger. Mann. Könnt ihr hier so eine Lombax-Lady nicht bei ihrer Arbeit behindern? Soll denn das? Kommen wir mit dem Verstrecker da dran? Zu weit weg, ne? Ja, zu weit weg. Rasierklingen! So, sind keine Rasierklingen, aber Klingen halt. Das Transferzentrum ist offen. Dahin durch kommen wir zu Ratchets und Kids Zellen. Stufe 8. Was willst du denn wieder? So früh gefreut. Erstmal hier noch alles freimachen, die ganzen Kisten einsammeln. Ah, jetzt nochmal Ranitarium. Ja, wenn wir den Verstrecker tatsächlich auch noch leveln, sollte das kein Problem sein, den noch alles auszubauen. Den ganzen Ranitarium, was wir jetzt noch dazu bekommen haben. Ist der eh nur 10 aufheben von den 18, die ich hatte? Kriege ich jetzt hier auch mal wieder. Ah ja. Da habe ich auch wieder Munition für bekommen. Das sind bestimmt nicht wenige, die den verärgert haben. Aus dem Weg. So, bevor ich da drüber hüpfe. Aua, mich umgenietet. Finde ich nicht korrekt. Was macht man nicht? Mal darüber. Dann einmal darüber. So, noch Ranitarium. So, einmal schön mit der Phasenverschiebung, dann kann ich mich nicht treffen. Und schon wieder ohne Munition. Da ist auch noch Ranitarium. Da. Die gehen eh so weit, wie der Triggerpunkt das will. Und der Entwickler. Schips. Ja, durch diesen Transporter da. Durchge. Ja, warp, wie auch immer. Sind aber auch gerade echte Menge Gegner, ne?
Kisten. Kollision. Da. Das ist schon wieder die Supernova hier. Sie haben die Brücke deaktiviert. Ups. Es muss eine manuelle Notfallsteuerung geben. Ja, dann nehmen wir einfach hier, ne? Ups. Geflohene, die bestraft werden müssen. Haben wir da einen Zwischengegner? Also Boss. Ich will dich ja nicht drängen, aber Ratchet und Kid sollen verlegt werden. Na. Für Boss habe ich ganz spezielle Sachen. Boom. 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 Und nochmal. Das war's mit dir. Ratchet, wir kommen. Okay, holen wir sie. Schnell, häng dich an ihre Zelle ran. Nein, nein! Clank, wie habt ihr... Ich kenn mich hier aus. Ist alles okay? Uns geht's gut. Wir wollten... Irgendwie... Keine Sorge, wir holen euch hier raus. Gut festhalten. So wird. Das alles muss Kid große Sorgen machen. So ungefähr. Okay, Boss. Ich sag's dir. Kid ist der Kampfbot, der meinen Arm abtrennte. Oh je. Ich. Ja. Jedenfalls, das ist los. Ja. Da war sie ja ein bisschen auf Akro gestellt. Ja. Nehmen wir sie mal ein bisschen in Schutz. Moment, wo sind die jetzt hin? Ich dachte, die würden da noch sein. So. Mal eine Tür auf. Vielleicht kannst du die Schlösser mit dem Hammer überbrücken. Ah, doch so, okay. Hatte ich ja versucht, aber irgendwie nicht getroffen. Also jetzt haben wir wieder Munition hierfür. Da. Okay. Bitte im Target bleiben, damit ich euch auch besiegen kann. Oh ja, da sind aber eine Menge Gegner. Also was heißt Gegner? Leute in den Gefängnissen. Moment, da. Irgendwo müsste noch einer. Da ist noch einer. Gucken wir, ob hier noch ein bisschen Munition ist. Nee, oder da? Nee, doch nicht. Ich habe eben bei der Einstellung gesehen, wo ich versucht hatte, mit dem Sound das zu ändern. Es gibt tatsächlich sogar eine Einstellung für Speedrun. Also kannst du Sachen einstellen. Finde ich ja immer cool. Also ich liebe hier Speedrandale von Rocket Beans, das sehe ich immer total gerne. Bedank dich noch nicht. Wir müssen diese Zellen ausschalten. Das heißt auf ins Büro der Aufseherin. Hast du von der Störung in der Verarbeitung gehört? Es heißt, es war vielleicht nur ein Lombax. Wie aufregend! Ja, deswegen finde ich cool, wenn die Entwickler schon direkt so Speedruns auch unterstützen. Ich meine, das hält so ein Spiel natürlich auch länger am Leben, ne? Wenn es dann auch Speedruns gibt. Dann ist das länger präsent.
Guck mal, hier ist offen. Ah. Da wusste ich doch, da muss was versteckt sein. So. Zu einer Ladeplattform führen. Ich habe hier nichts verloren. Ich muss noch so viele Kristalle abbauen. Alter, also Pech irgendwie, ne? Muss hier wieder weg. Mal den Schrott hier einsammeln. Bäh. Was, dass ich nicht runterfalle. Da noch rauf. Jetzt haben wir wieder Clank, deswegen haben wir den Propeller. Hey, sie planen einen Ausbruch. Wir können helfen. Durchhalten. Die sind ja komisch drauf. Oh, hier gibt's keinen Schrott. Wie soll ich dann hier dekorieren? Okay, hier scheint aber. Da kommen wir so nicht durch. Müssen wir uns merken, wenn wir das vielleicht die Zellen aufgemacht haben, dass wir da nochmal reingehen. So gucken. Also, mit Zuckern. Leider bin ich noch nicht mit der Waffe so abgedatet, wie ich es gerne hätte. Da fehlt aber nicht mehr viel. Oh, danke, dass du Miss Zircon gewählt hast. Als wenn ich die Wahl hätte. Aber Sweetie, dich nehme ich doch mal wieder. Ich helfe gerne. Wie viel habe ich jetzt Sanitarium? Wieder? 52 wieder, meine Güte. Kurz hier gucken. Ah, das ist ein Rift. Wie nennt man eine Gruppe Schnitzkäfer? Ein Wurm? Ein Wusch? Ein Flitz? Flitz? Also Flitz finde ich gar nicht mehr so schlecht. Hui! Oh. Ich dachte schon, ich würde auf dem Flitzkäfer dann bleiben. Oh geil, ich hab Dinge hier. Hui. Wow, 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 das war knapp. Geschafft. First try. Ja, mit dem Husten schon weniger, ne? Und darf ich nicht so laut sagen. Ansonsten beschwöre ich es nur herauf. So, haben wir den Rift auch noch gemacht. Vielleicht kriege ich ja hier noch mein Update hin. Kommt dann noch zu ihr zurück. Kann dann noch kaufen. Ein Angriff ist fehlgeschlagen. Das Büro der Aufseherin. Wir müssen mit den Plattformen näher ran und von da weiter. Sei vorsichtig. Hier geht's tief runter. Ah, okay, da. Weep. Ich hätte merken müssen, wie sehr dich das Metall getroffen hat. Meinst du, du kannst mir je vergeben? Vielleicht solltest du das. Ja, das sollte sie auf jeden Fall. Wow, ich dachte gerade, der schon fast da. Dachte gerade schon, das würde hier ich würde runterfallen. Boom. Oh, bitte tut mir nichts. Ich befolge nur die Befehle des Imperators. Bleib mir nur aus dem Weg. Notausschaltung eingeleitet. Okay.
Energie zum VIP-Bereich. Ratchet ist in einer VIP-Zelle, oder? Ja. Es war dumm von dir, mich zu unterschätzen. Da haben wir den Stufenaufstieg. Direkt hier auf Vollstrecker wechseln. Dass wir den auch noch den Ranitarium voll machen. Boom. Naja, der ist so weit weg, komme ich nicht dran. Die kommen wir wieder. Die Vollstrecker erwischen. Ah, keine Munition mehr. Aber nicht der VIP-Bereich. Mann. Was ist denn hier wieder los? So viel. Bling, boom. Lila. Ich glaube, wir machen mal was anderes. Kettenblitz. Ich liebe das einfach nur. Hey, die treffen mich aber auch nicht selten jetzt. Auch wieder keine Munition. Hier wieder. Puh. Warte, da ist immer noch einer. Wir müssen zu Ratchet und Kid zurück, bevor es zu spät ist. Nicht mehr existent, könnte man sagen, zu den Sicherheitskräften. Wie kommen wir raus? Vielleicht führt das Fenster irgendwo hin. Sollte noch ein bisschen Leben hier holen. Schadet gerade definitiv nicht. Munition auch nicht. Ups. Schon wieder keine Munition. Ich hab doch hier die Klingen ausgewählt. War das schon wieder leer? Kann man gucken. Ist hier irgendwo was? Hier ist halt nur der Weg wieder oben rein. Hier ist Nachschub. Mach mal auf hier. Ja, alle Fleischlinge gegen die Roboter. Die kann ich auch nicht abschießen. Nein, okay. Sie verlegen seine Zelle schon wieder in den Hochsicherheitstrakt. Ach, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da durchgekommen. Einholen, bevor sie für immer in den Tiefen des Gefängnisses weggesperrt sind. Oder einen Plan C. Vielleicht. Wo ich eben sagte, müssen wir dann denken, wenn die Zellen offen sind, dass wir hier hinkommen, da hingehen. Eben hier alle beseitigen. Können ja hier keine Gegner lassen, die uns im Rücken fallen.